Ja, dann erstmal herzlich willkommen zum zweiten Vortrag im zweiten Nachmittagsblock. Es wird uns jetzt Michael Reichert, aka Nakana, etwas erzählen über das Eisenbahnrouting mit Grafhopper. Michael, hast das Wort. Vielen Dank für die Einleitung, Roland. Ich begrüße euch zu meinem Vortrag Eisenbahnrouting mit Grafhopper. Das ist eine Fotomontage. Es gibt bislang schon einige Eisenbahnrouter im OpenStreetMap-Kontext, für OpenStreetMap-Daten. Ich stelle sie jetzt ganz am Anfang kurz vor. Zum einen gibt es den Travik von der Firma Geops, der kann auf Eisenbahn routen. Es ist aber eigentlich kein Router, sondern die Routing-Funktionalität von Travik, den dazu die Fahrten von Zügen und Bussen zu visualisieren. Das hier ist einfach ein ICE von Stuttgart nach Hamburg-Altona. Die Firma Menz hat sowas auch im Angebot für ihre Kunden, die die EFA einsetzen. Hier am Beispiel vom KVV. Die Routing-Ergebnisse sind nicht schlecht, wenn es um Nahverkehrszüge geht, die alle Nase lang halten. Aber wenn ein Zug lange Strecken ohne Zwischenhalt fährt, dann fährt er über die falsche Strecke, in dem Fall über die langsame AVG-Strecke. Dabei ist ein ICE. Es gibt Relda.fr, das ist ein französisches Projekt auf OSRM-Basis. Richtig viel dazu findet man nicht. Die Gerüchteküche meint, dass da irgendwie mit OSM-Convert und OSM-Filter das Railway-Key durch Highway ersetzt wird und dann OSM den Import macht. Ob das wahr ist, weiß ich nicht, deshalb ist es so ein Gerücht. Neulich habe ich auf Twitter noch signal.eu.org entdeckt. Das ist auch OSM-basiert und ist ernst zu nehmen. Der unterstützt nämlich Gegengleise, das heißt, der Zug vermeidet das Fahren im falschen Gleis auf zweigleisigen Strecken. Stromsysteme werden nicht unterstützt. Zu den Gleisen in OpenStreetMap. Gleise sind in OpenStreetMap als Ways erfasst. Diese sind wie die Straßen verbunden, dort wo sich zwei Gleise treffen. Normalerweise erfasst man einen Way pro Gleis und nicht wie bei Straßen einen Way für den gesamten Verkehrsweg. Ausnahmen sind Gegenden, in denen es keine Luftbilder gibt oder etwas rückständiges Mapping. In den früheren Zeiten hat man in OpenStreetMap für eine zweigleisige Strecke nur einen Way eingezeichnet und Tracks gleich zwei ergänzt. In OpenStreetMap gab es neulich 1,8 Millionen Kilometer Gleise, davon 81.900 in Deutschland. Es gab 1,2 Millionen mögliche Weichen. Das heißt, es sind Stellen, an denen sich drei Ways treffen oder entsprechend ein Way auf einen anderen stößt. In Deutschland 158.000 davon. Und 261.500 von diesen möglichen Weichen waren auch tatsächlich als Weiche getaggt. In Deutschland ist die Quote etwas besser. Das liegt an der aktiven Mapping-Community zum einen. Und zum anderen liegt es auch daran, dass in Deutschland deutlich mehr Abstellgleise erfasst sind, das heißt die Bahnhöfe deutlich detaillierter erfasst sind als im Ausland. Wie gesagt, Gleise werden als einzelne Ways modelliert, dementsprechend sieht eine Weiche dann so aus. Schwarz sind hier die Schienen und blau sind die OSM-Objekte. Da trennt sich der eine Way vom anderen, meistens so zwei Nodes, das war's. Etwas schwieriger sind, wenn man darüber nachdenkt, Kreuzungsweichen, also dort, wo sich zwei Gleise tatsächlich kreuzen und man vom einen auf das andere wechseln kann. Der einfache Fall sind doppelte Kreuzungsweichen, das ist Railway gleich Switch und Railway Switch gleich Double Slip. Ein Router kann natürlich vermeiden, dass er falsch abbiegt, indem er einfach auf die Abbiegewinkel schaut. Bei einfachen Kreuzungsweichen reicht das nicht aus, einfach nur die Abbiegewinkel auszuwerten. Hier bräuchte man noch irgendeine Art von Abbiegebeschränkung, wie es im Straßenbereich üblich ist, um mitzuteilen, welche Abbiegerichtungen nicht möglich sind. Man kann in diesem Fall nicht von diesem Gleis auf dieses fahren, weil die Weichenzungen fehlen hier. Und wenn wir eine Gleiskreuzung haben, dann ist das Railway gleich Railway Crossing. Da ist es wieder einfach. Da kann man nur noch gerade drüber fahren, da brauchen wir auch keine Abbiegebeschränkungen mehr. Zu dem Tagging der Ways. Eisenbahnenobjekte verwenden den Railway Key, dafür gibt es ein paar wichtige Values. Rail für Vollbahnen, also normale Eisenbahnen, wie das Netz der Deutschen Bahn. Lightrail für Stadtbahnen, Tram für Straßenbahnen, Subway für U-Bahnen und Narrow Gauge für schmalspurige Vollbahnen.
Schmalspurige Straßenbahnen sind Straßenbahnen. Für Stillgelegte gibt es Railway gleich Disused. Es gibt Abandoned für Abgebaute. Reißt, wenn nur noch ein bisschen was da ist, also zum Beispiel nur noch der Bahndamm erahnbar ist. Construction und Proposed für in Bau und in Planung befindliche. Mittlerweile wird auch zusätzlich noch entsprechend dem Lifecycle-Tagging-Schema Disused, Doppelpunkt Railway gleich ursprünglicher Wert verwendet, um anzugeben, was für eine Art von stillgelegter Bahn es ist, zum Beispiel eine Vollbahn oder eine stillgelegte Straßenbahn. Die Autoren von Kartenstilen freuen sich darüber, weil dann können sie die stillgelegten Straßenbahnen auf Zoom-Stufe 11 noch ausblenden. Das Tag Gauge ist die Spurweite in Millimeter. Das ist auch wichtig, wenn wir Routing-Profile schreiben möchten, die auf die Spurweite achten und nicht uns über prussische Breitspurgleise schicken. Electrified für die Art der Elektrifizierung. Voltage für die Spannung der Oberleitung. Frequency für die Frequenz des Wechselstroms, typischerweise 16,7 oder 16,2 Drittel oder 50 Hertz, je nach Region in Europa. Und Mehrschienengleise zum Beispiel erfasst man nicht, indem man zwei Ways zeichnet, sondern indem man einen Way zeichnet und im Gauge-Tag ein Semikolon verwendet und die beiden Werte aufführt. In dem Fall wäre das ein Normalspurgleis mit einer dritten Schiene für Meterspurfahrzeuge. Das kann man analog auch mit Spannung und der Frequenz machen. Nun zu meinem Eisenbahnruder, den ich jetzt in den letzten Wochen geschrieben habe. Der basiert auf der Graphhopper-Bibliothek. Dieser Router unterstützt jetzt schon Stromsysteme. Das heißt, wenn das Routing-Profil sagt, dieses Fahrzeug kann nur mit 15 kV 16,7 Hertz fahren, dann fährt es auch nur auf solchen Strecken und nicht auf Strecken ohne Oberleitung. Es unterstützt Spurweiten. Momentan habe ich 4 Profile implementiert, einen Güterzug mit Dieseltraktion, Höchstgeschwindigkeit 90 km/h, das ist sehr realistisch. Mit E-Traktion für das deutsche, österreichische, schweizerische und schwedische Stromnetz. Einen TGV, der nach Deutschland fahren kann, und einen TGV, der nach Italien fahren kann. Die beiden TGV-Profile sind 319 km/h schnell. Der Router vermeidet unnötige Fahrtrichtungswechsel und fährt lieber einen Umweg. Momentan ist hart kodiert 60 Minuten Zeitstrafe für einen Fahrtrichtungswechsel. Das ist für Güterzüge realistisch, für Personenzüge nicht. Das ist momentan noch ein Problemchen im Graphhopper, das man aber umschiffen kann. Für Überhol- und Überleitgleise und Abstellgleise sind niedrige Defaultgeschwindigkeiten hardcodiert, damit der Router bevorzugt schnurgerade durch den Bahnhof fährt und nicht irgendwelche krummen Wege nimmt. Und nun möchte ich kurz den Router vorführen. Also es ist jetzt hier noch das normale Graphhopper-Web-Interface, aber im Backend hängt meine API dran. Beispiel fahren wir nach Karlsruhe nach Würzburg. Güterzug mit Dieseltraktion. Nee, der fährt nicht über Öhringen. Die ganze Strecke ist elektrifiziert übrigens hier in dem Beispiel, weil der Güterzug mit E-Traktion fährt die gleiche Strecke. Der TGV könnte sie auch fahren, weil er das passende Stromsystem hat, aber der TGV profitiert von höheren Geschwindigkeiten. Ich kann auf dieser Strecke hier 160, 200 fahren. Stellenweise, das lohnt sich einfach gegenüber hier 100 durch den Kraichgau. Was nicht funktioniert, ist natürlich das italienische TGV-Profil, denn dieser Zug unterstützt keinen deutschen Strom. Falls jemand gleich noch interessiert ist an der Performance für längere Strecken, machen wir doch gleich mal. Dieselgüterzug von Bordeaux nach Warschau. Das ist das italienische TGV-Profil, der fährt jetzt halt um das 15 kV-Netz außenrum und das ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Der Dieselgüterzug fährt etwas direkter. Dazu ist zu sagen, ich habe momentan noch keine Contraction Hierarchies verwendet, deshalb ist das Routing so langsam. Mit Contraction Hierarchies ist es deutlich schneller, aber der Graphhopper unterstützt noch keine Gewichtung von API, noch keine Abbiegegewichte mit Contraction Hierarchies. Da aber die Daten relativ klein sind, also
der OpenStreetMap Planet gefiltert nach Eisenbahndaten sind 300, 500 Megabyte, fällt es nicht so arg ins Gewicht. So, ein bisschen was zur Performance. Ich habe bei meinen bisherigen Tests immer zuerst die OSM-Daten gefiltert nach allen Objekten, die ein Railway-Tag haben. Das dauert für Europa 9 bis 15 Minuten. Für Europa kommen 305 Megabyte PBF raus. Der Import selber dauert knapp 2 Minuten, braucht 1200 Megabyte Hauptspeicher ohne Contraction Hierarchies für die 4 Profile. Der resultierende Graph ist 204 Megabyte groß. Und ich habe jetzt heute auf der Herfahrt dann noch gleich einen richtigen Performance-Test gemacht, so wie Frederik Ramm in seinem Router-Vergleichsvortrag auf der letzten Foskis habe ich auch mal eine Ladung Requests losgelassen, 2450 Routen quer durch Deutschland. Es war in der zufällig ausgewählten Bahnhofsliste ein Bahnhof dabei, der an einer stillgelegten Strecke liegt. Daher waren nicht alle erfolgreich. Das hat 2 Minuten 8 Sekunden gedauert mit einem Thread und die durchschnittliche Route war 409 Kilometer lang. Nun zur Implementierung. Ich habe in meinem Projekt einige Klassen der Graphhopper-Bibliothek abgeleitet. Also ein Herzstück vom Graphhopper ist die Klasse Graphhopper. Von der wiederum ist Graphhopper OSM abgeleitet. Diese Klasse enthält einfach noch ein paar Spezialsachen zu OSM, weil mit Graphhopper kann man prinzipiell auch auf Nicht-OSM-Daten routen. Und von Graphhopper OSM ist dann meine Klasse Railwayhopper abgeleitet. Der größte Unterschied ist, dass ich die Methode CleanUp überschreibe. Diese wird am Ende des Graphenimports ausgeführt. Und in dieser Methode iteriere ich noch einmal über den Graphen und kontrolliere an jedem Node im Graphen, ob dort Abbiegevorgänge möglich wären, die nicht gut sind, weil ihr Winkel zu spitz ist. Weil ich möchte an Weichen ja nicht einfach so abbiegen, sondern ich möchte stumpf fahren. Eigentlich sollte es in Graphhopper eine schönere Methode geben, das zu machen als Cleanup, weil momentan ist dieses Überschreiben der Cleanup-Methode ein dreckiger Hack. Es gibt eine Methode Post-Processing in der Graphhopper-Klasse, aber diese wird auch ausgeführt, wenn der Webdaemon gestartet wird und das ist nicht das, was ich möchte. Wenn man einen eigenen Router für irgendwelche beliebigen Verkehrswege schreibt auf Graphhopper-Basis, ist es gar nicht so schwer. Also das erste Mal, dass ich was gehackt habe mit dem und mein Flag-Encoder geschrieben habe, wie man das nennt, für Eisenbahnen, das hat einen Abend gedauert. Und der größte Aufwand davon war das Maven-Setup. Graphhopper stellt ein Interface-Flag-Encoder bereit, davon ist eine Klasse Abstract-Flag-Encoder abgeleitet und von der diese ganzen Flag-Encoder für Fahrräder, für Autos, für LKWs, für Fußgänger und auch meiner für Eisenbahnfahrzeuge. Im Unterschied zum Graphhopper habe ich nicht eine Klasse pro Routing-Profil, sondern ich habe eine Klasse für alles und der Konstruktor bekommt eine Map übergeben, wie das auch bei Graphhopper selber passiert, mit einigen Attributen. Zusätzlich zu denen, die sonst übergeben werden, kann man bei mir noch angeben, welche Stromsysteme, welche Spurweiten für dieses Fahrzeug geeignet sind. Und dadurch kann man prinzipiell auch mit Konfigurationsdateien arbeiten. Das ist noch nicht implementiert derzeit, das Ganze ist noch ein Prototyp. Meine Erfahrungen mit Graphhopper sind, er eignet sich für das Routing auf beliebigen Verkehrswegen. Ich warte darauf, dass es irgendwann noch einen Flussrouter gibt, mit dem man Fische routen kann oder Boote. Das Graphhopper Forum weiß relativ viel. Mir persönlich haben kurze Tweets von Peter Karich gereicht, in denen er mir irgendeinen Unit-Test genannt hat, den ich mir anschauen soll. Weil Unit-Tests sind tatsächlich eine wichtige Ergänzung zur Doku. Die Turn-Cost-Extension, mit der man Kosten für das Abbiegen speichern kann, war nicht gut dokumentiert und hat zu Missverständnissen und falscher Verwendung durch die Entwickler eingeladen. Die Falle bin ich getappt und ich habe dann einen Patch vorbereitet, der das behebt. Das ist jetzt auch in der 0.10er-Version drin. Was noch nicht möglich ist, ist, dass man Wendezeiten für jeden Flag-Encoder separat macht. Es wäre jetzt schon möglich mit einem Workaround, aber das sollte eigentlich schöner gehen.
Da muss ich mal noch ein Pull-Request schreiben. Und an der einen oder anderen Stelle wäre Protected statt Private in der in der Graph-Hopper-Klasse auch nicht schlecht, um davon leichter ableiten zu können. Nun zu dem Verbesserungspotenzial meines Eisenbahnruders. Wie gesagt, es ist ein Prototyp. Ein häufiger Fehler ist, dass er auf dem falschen Gleis fährt. In Deutschland fahren die Züge auf dem rechten Gleis auf zweigleisigen Strecken und in dem Fall fährt ein Zug von Würzburg nach Frankfurt und er fährt leider auf dem falschen Gleis. Das liegt daran, dass das in einer langgezogenen Linkskurve ist. Hier am rechten Rand ist eine lange Linkskurve in Fahrtrichtung gesehen. Es gibt in OpenStreetMap einen Tag dafür, mit dem man das vermeiden kann. Das ist Railway Preferred Direction, aber das Tag ist nur spärlich verwendet, weil es bislang keiner verwendet. Also es wird von keinem Router unterstützt und die Mapper tragen es auch nicht so richtig ein, weil man einfach kein positives Feedback hat. Die typische Feedback-Schleife fehlt noch. Das ist ein Problem. Eine der besten Gegenden ist der Nordwesten von Baden-Württemberg und das sind 2, 3 Mapper gewesen, die das gemacht haben. Die Abschätzung der Fahrzeiten durch meinen Router ist, gelinde gesagt, sehr schlecht momentan. Also ich multipliziere die Höchstgeschwindigkeit des jeweiligen OSM-Ways mit 0,9, so wie es auch der Graphhopper für das Straßenrouting macht. Die Ergebnisse, die daraus rauskommen, sind nicht gut. Wenn ich zum Beispiel Intercity-Fahrt von Koblenz nach Mainz betrachte, laut DB-Fahrplan 1:05, mein Router sagt 50 Minuten. Meine Erfahrung ist, auf der Strecke holt man keine Verspätung raus. Das heißt, da ist auch keine Luft im Fahrplan. Ein anderes Beispiel ist, wo ich näher dran komme, ist die Strecke von Magdeburg nach Dessau, ohne Zwischenhalt wieder. Da enthält der Fahrplan tatsächlich 6 bis 7 Minuten Luft. Ich habe schon erlebt, dass ich 5 Minuten zu früh in Dessau war mit dem Zug. Das liegt an der Streckencharakteristik. Die Strecke von Magdeburg nach Dessau ist größtenteils nur gerade und hat keine richtigen Geschwindigkeitswechsel, während im linken Rheintal folgt es dem Rhein schön. Auch ein Problem ist, das fällt aber nur selten auf, ist die Vorgabe der Abfahrtsrichtung an Via-Punkten. Wenn man also jetzt eine richtige Zugfahrt routen möchte, mit allen Zwischenhalten auf den passenden Gleisen im jeweiligen Bahnhof, und man fährt hier jetzt von Saarbrücken nach Frankfurt, dann macht mein Router einen Fahrtrichtungswechsel in Mannheim Hauptbahnhof, weil die Fahrt über die westliche Riedbahn kürzer ist nach Frankfurt als über die östliche, aber natürlich der Fahrtrichtungswechsel nicht berücksichtigt wird, der, wenn man den Lokführer gleich mitwechselt, nur 5 Minuten dauern würde. Aber 5 Minuten kann man auch sparen, wenn man einfach über die östliche rausfährt. Steigungen werden auch nicht unterstützt, da fehlt es einfach an Daten dafür. Ich habe neulich noch ein bisschen mit SRTM experimentiert, aber das Problem ist einfach, wenn man eine Strecke in einem Flusstal hat mit steilen Hängen, ist SRTM einfach zu schlecht aufgelöst und man hat Höhenprofil alleine sieht schon zu störungsreich aus, dass man das irgendwie noch glätten müsste. Da kann man ordentlich Arbeit reinstecken oder man nimmt halt verfügbare Open Data Daten mit höherer Auflösung, in der auch die Bahndämme schon erkennbar sind. In OpenStreetMap kann man nicht erfassen, weil es vor Ort nicht richtig verifizierbar ist. Zum Beispiel Dieseltraktionsverbote. Das sind typisch für so S-Bahn-Tunnels in Innenstädten. Oder solche Strecken sind gern auch aufgrund von irgendwelchen Förderrichtlinien beschränkt auf Nahverkehrszüge. Da dürfen keine Güterzüge und Fernverkehrszüge fahren. Und Einschränkungen des Lichtraumprofils. Also Tunnel, in denen zum Beispiel Containerzüge oder Züge der rollenden Landstraße nicht durchpassen, weil sie mit der Ecke oben anstoßen würden. Das ist in OpenStreetMap auch nicht der Fall. Es gibt sogar einen Tag dafür. Ich möchte mich hiermit für eure Aufmerksamkeit bedanken. Dieser Prototyp wurde von der SNCF finanziert und von der Geofabrik ausgeführt. Und der Code ist auf GitHub zu finden. Ja, danke erstmal für diesen äußerst spannenden Vortrag. Gibt es Fragen? Kannst du das benutzen für so mehr Systemfahrzeuge? Ja, also ich habe schon jetzt Support für mehr Systemfahrzeuge. Wie gesagt, die meisten TGW-Baureihen sind tatsächlich mehr Systemfahrzeuge, weil es allein in Frankreich 2 Stromsysteme gibt. Und da sind diese internationalen TGWs dann nichts Besonderes mehr.
Du hast ja diesen Tag erwähnt mit der Wunschrichtung, also was die preferred Richtung ist. Kann man das nicht einfach über die Richtung des Ways machen? Also etwa es ist weniger geworden, aber ich schätze, so ein Viertel des deutschen Streckennetzes ist nicht so gezeichnet, sondern so gezeichnet oder so gezeichnet. Aber also dieser signal.eu.org tut laut einer Antwort auf Twitter tatsächlich auf die OSMW-Richtung schauen und die werden dann ein anderes Tag aus dafür, nämlich ob man da signalgesichert im falschen Gleis fahren kann. das halte ich für Routing unwichtig.